Und herzlich willkommen zurück zu ETS 2. Wow. Da. So. Wieder mal vor allen Dingen gespannt, wie viel XP wir denn bei der Mission bekommen. Weil ich meine, 4000 Kilometer. Könnte es glatt sein, dass wir, ich meine, wir sind ja hier bei dem Level, wo wir gerade sind wir, glaube ich, schon relativ weit fortgeschritten. Okay, ne, in der Hälfte. Kann aber trotzdem sein, dass wir locker ein Level überspringen werden. Bin ich mal gespannt. So, fahren. 160.000 Euro. Können wir uns wieder bitte was leisten? Lass uns los. So. Drück mal hier. Bop und bop. So, wo geht es hier raus? Nach der Linie da müssen wir nach rechts. Dann nach links wieder einschwenken. Ah ne, da vorne geht's raus. Ah. Neu, kein Problem. Ich finde eine neue Route. Sehr schön gegen hier. So schön grün da hinten mit Wasser. Geil. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Irgendwie kommen so die letzten Folgen, kommt das Lied relativ häufig, kann das sein? Weil ich hab mich gestern schon gewundert, dass das Lied schon direkt zweimal kurz hintereinander kam. Und jetzt kommt heute auch direkt zweimal kurz hintereinander. Also, für euch war es das letzte Mal vorige Folge, aber trotzdem. Dafür, dass ich 105 Lieder in der Playlist habe, kommt das eine Lied ganz schön häufig. Ich schätze mal, Euro Truck Simulator macht das Lied genauso sehr wie ich.
Präferenzen und so. Oh, hier geht aber runter. Oh mein Gott, wir fallen. Ah! Oh, guck mal, ukrainische Schilder. Wie war es nur 70? Bitte rechts halten. Bitte links halten. Immer geradeaus. Ah, oh, schon wieder diese schwarze Streifen auf der Straße. Eieiei. Ah, wir sind wieder in Göteborg. Oder zumindest war das der Abzweig nach da. Er stand zumindest gerade auf dem Schild. Wir fahren wahrscheinlich gerade dran vorbei. Auf der Umgehungsstraße. Ich meine, wir können mal kurz durchrechnen, ne? Ich meine, wir haben, also eine Folge geht da so um die 30 Minuten. Oder, sagen wir mal, mindestens 30 Minuten im Durchschnitt. Das heißt, bei einem 4-Minuten-Track schaffen wir so 7 bis 8 Lieder, sagen wir mal, 8 Lieder pro Folge. Ne? Und wir haben 8 Folgen aufgenommen, letztens, und heute wieder aber. Aber so, ne, letztes Mal haben wir 8 Folgen aufgenommen. Das heißt, wir haben ungefähr 64 Lieder gespielt. Das heißt, wir haben fast die gesamte Playlist runter.
Damit wäre die Wahrscheinlichkeit, dass Eili doppelt vorkommt, gar nicht mal so niedrig. Ja? Also, dass gestern, dass sie zweimal kam, sag jetzt mal, ist normal. Aber dass sie auch direkt heute wieder zweimal kommt, heißt ja, dass bei der Playlist von 105 Liedern, wie gesagt, es kam bis jetzt schon alleine zweimal. Ne? Das heißt, wir haben jetzt so ungefähr vielleicht 70, 80 Lieder gehört. Das heißt, wir haben von der Anzahl der Playlists ja nicht mehr die gesamte Playlist durchgehört. Und das Lied kam trotzdem schon viermal. Anzahl der Playlist? Also, wir haben nicht mal 105 Lieder gehört, also nicht mal von der Anzahl der Lieder her die gesamte Playlist gehört. Und trotzdem kam das eine Lied schon viermal. Also, laut Wahrscheinlichkeit ist das denn doch sehr unwahrscheinlich. Es kann also gar nicht mit rechten Dingen zugehen. Es muss eine Präferenz sein. Das habe ich jetzt gerade wissenschaftlich dargelegt. So. Und da fängt die Sonne an unterzugehen. Und wir haben noch eine ganze Menge an Strecke vor uns. Ja, ja. Ah, da vorne sind schon wieder diese Medusenjets, die da rumstehen. Aufgespießt. So wie es sich gehört. Ich meine, aus technischer Sicht finde ich natürlich diese Jets extrem klasse. Ja? Also, Wunderwerk der Technik. Aber, wofür sie in der Regel eingesetzt werden, ist dann doch nicht mehr so schön. Ist das Gleiche mit Waffen, ne? Ich persönlich bin ja auch so ein absoluter Waffennarr. Ich liebe Waffen. Also, Schusswaffen. Weil die einfach technisch gesehen geil sind. Vor allem modernere Gewehre. Und, ja, Maschinengewehre. Ist halt einfach absolut krass. Das Problem ist, dass 99% der Munition auf Lebewesen abgeschossen wird. Und das ist ja nicht mehr so krass. Aber die Waffen für sich sind trotzdem krass. Muss man einfach mal so sagen. Ich könnte den ganzen Tag mit dem Maschinengewehr locker auf irgendwelche Ziele rumschießen. Also Schilder oder Dosen oder sowas. Wobei Dosen wäre ein bisschen langweilig. Immer geradeaus. Wäre schon geil.
Wisst ihr was, wir können es ja so machen, dass wir die ersten vier Folgen, also ist ja jetzt schon die zweite Folge heute, für mich, so fahren, wie wir jetzt fahren, so etwas normal. Und dann die anderen vier Folgen mal wieder ein bisschen was Besonderes machen, indem wir wieder ein bisschen rumrasen. Zumindest so lange, wie wir auf der Autobahn sind. In der Stadt rumrasen wäre ich jetzt ein bisschen sehr riskant mit dem Auflieger. Aber zumindest so lange, wie wir hier auf der Autobahn sind. Vorher mal wieder ein bisschen rumspeeden, denn. So, wollen wir mal gucken hier, wie es bei so aussieht mit Strecke. Okay, wir fahren ja hauptsächlich Strecke, die wir tatsächlich noch nicht kennen. Das ist schon mal ganz, gar nicht mal so schlecht. So, hier sind wir immer noch da oben. Und ab hier fahren wir nur noch Strecke, die wir noch nicht kennen. Jetzt also auch sehr geil. Okay, gut. Da brauche ich da gar nicht gucken wegen einer alternativen Route. Weil ich meine, hier oben gibt es nicht wirklich eine alternative Route. Ich meine, wir könnten hier mit der Fähre fahren, aber... Ne. Weil ich glaube, noch zeitlich bringt das keinen Vorteil. Aber gut, wir brauchen jetzt 45. 46 Stunden, ja, lach ja. Das bringt zeitlich nicht wirklich einen Vorteil. Ich meine, der Vorteil wäre dafür, dass wir hier ne, wieder ein bisschen unerkundete Strecke haben. Komm, wir machen das. Wir machen es so. Ja, und dann haben wir hier halt auch komplett unerkundet alles. Also geht eigentlich. Easy. Gut. Ah, man sieht unsere Stroboskopleuchten wieder. Was ist da vorne los? Ah, ich hatte gerade schon wieder irgendwie Stau oder sowas. Die bauen ja gerne mal Unfälle. Und da vorne geht runter von der Straße.
Von der Autobahn. Bitte rechts halten. Oder? Ach nee. Doch. Ja. Das andere wird uns auch wieder eine Autobahn, aber. Nehmen Sie Ausfahrt rechts. Ich finde aber bei diesen Abfahrten da, also diese Abbiegerspuren, die sind ja links und rechts da gerade, die sind ja immer saueng. Ich meine, wie sollen da zwei Autos nebeneinander passen? Und wenn es nicht so gedacht ist, dass da zwei Autos nebeneinander passen, warum sind denn da überhaupt zwei Spuren? Also, ich meine, zwei Autos sind da vielleicht noch nebeneinander passen, aber ein Auto und ein LKW, das ist schon Feierabend. Also, ganz okay, mal sehen, dass das Sinn macht. Geradeaus. Ich finde es auch immer schön, wie der Rücken von dem Ding hier immer leuchtet, wenn der hintere Rundum-Ding in die Richtung leuchtet. Daran merkst du eigentlich, wie behindert das ist, dass die Dinger keine Schatten werfen. Da leuchtet der gesamte Auflieger, auch hier die Ketten immer, obwohl da eigentlich gar kein Licht hinkommen kann. In keinster Weise, irgendwie. Also, das ist immer schön. Naja. Dafür blinkt alles schön. Jetzt unsere hintere Felge blinkt die ganze Zeit mit. Na gut. Die Felge vom Auflieger ja auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hei, hei, hei. Dort ein Party-LKW. So, wir könnten langsam mal unsere Scheinwerfer anmachen, aber es blinkt so schön. Aber gut, ich meine, selbst mit Scheinwerfer blinken, naja, nicht mehr ganz so schön. Dafür können wir jetzt mitblinken. Das wird überhaupt nicht nervend. So, machen wir noch Doppelblick an. Okay. Immer geradeaus. Ah! Okay, komm. Man muss auch wissen, wann gut ist. So.
Aber wie das Blinklicht vorne einfach, also hier die Strobusleuchten, einfach fast genauso hell sind wie unsere Scheinwerfer. Weil wir einfach scheiße viele davon oben dran haben. Das ist natürlich schon eine schöne Leuchtpower da. Oder Blinkpower. Ey, wie ist das eigentlich? Wenn ich jetzt die anmache, dann leuchten ja die Scheinwerfer vorne. Ja genau, die leuchten gar nicht. Normalerweise, das heißt, wir müssen erstmal hier... Dass man das jedes Mal einstellen muss, ist halt irgendwie ein bisschen blöd. Warum leuchten die nicht einfach dauerhaft mit? Oder warum gibt das zumindest keine Taste? Sondern man muss immer hier dieses Kackmenü rein. Das ist halt ein bisschen traurig. Aber jetzt ist das hier nämlich noch heftiger. Das ist richtig hell. Oder? Ist es actually? Doch, sieht doch ist heller, ne? Licht einstellen. Oh, doch. Da vorne hin merkt man den Unterschied gar nicht so, aber hier gerade ist er breit hin. Die Lampen streuen also mehr. Aber ist ja auch klar, ist ja auch Baustellenbeleuchtung, damit man halt beim Rangieren und so mehr sieht. Vielleicht leuchten sie auch deswegen nicht standardmäßig mit, wenn man hier auf die Fernscheinwerferlampe geht, Schalter geht. Aber wie gesagt, dann wäre es halt zumindest schön, wenn man die dann sonst irgendwie mit mittels Tastendruck aktivieren kann. Obwohl, vielleicht haben sie es ja mittlerweile. Mal so rein bei Tasten. Der Schaltmotor, Feststellbremse, Motor, lalala, auf die Garatada, halte Differenz, vordere Blinker links, rechts, Warnblinker, Lichtmodi, Licht. Fernscheinwerfer und umleuchten. Ja, und mehr gibt's nicht. Irgendwie Frontbeleuchtung oder sowas gibt's hier gar nicht. Und das ist halt ein bisschen schade. Könnte man echt noch eine Taste mit dazu dichten. Naja. It is, wie it is. Mir fällt jetzt gerade erst auf, wie selbst hier unser Lenkrad und hier unser Inventar, also Interieur, mit blinkt. Also die Rundumleuchte, die wir hinten am Auflieger dran haben, die muss echt ganz schön hell sein. Oder ist es die Rundumleuchte, die wir oben auf dem Dach haben? Man weiß es nicht. Blink, blink, blink. Ja, ja. Sehr schnieke. Wo sind wir eigentlich? Wo wollen wir eigentlich hin? Wir sind gerade immer noch da oben irgendwo. Okay. Ja, so ein paar Stücke. Schon wieder ein Lied, was abgebrochen ist. Was ist mit diesen Liedern los? Ist eigentlich, weil wir hier zwischendurch gar nicht schlafen, weil wir pennen ja bei der Fähre, wobei, gut, ist das kein so langes Stück. Ich glaube nicht, dass wir da so viel pennen können. Anders als da hinten, wo wir wirklich ein ganzes Stück geschwommen sind. Mit der Fähre und so. Da so. Aber viel länger war es auch nicht. Voll bald müssen wir pennen gehen. Aber auf die Fähre zu achten, bringt er wahrscheinlich eher weniger. Dafür bringt die Fähre zu wenig bei der kurzen Strecke. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay.
rechts. Wie die Werbeschilder da immer leuchten, Alter. Das soll es mit der Folge auch gewesen sein und dann sehen wir uns zur nächsten Folge dann wieder. Bis dann.